Hi Leute, alle Missionen der Woche 9 und wie ihr die ewige Ritterin in Schwarz und Rot freischaltet, jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Und zwar geht es heute darum, wie ihr die ewige Ritterin in Schwarz freischaltet und auch in Rot. Damit ihr sie in Schwarz freischaltet, müsst ihr einfach nur 5 Missionen der Woche 9 abschließen, die zeige ich euch jetzt gleich anschließend. Und auch die rote Ritterin erhaltet ihr dann im gleichen Zug. Nun müsst ihr damit die komplett rotes Level 160er erreicht haben, damit ihr komplett erleuchtet ist. Wir fangen gleich mal an mit der ersten Mission. Und zwar müssen wir nach Fortilla. Fortilla befindet sich ganz unten links auf der Map und wir müssen dort 3 Eliminierungen machen. Ihr könnt das Ganze in jedem Modus machen. Ich rate euch aber diesmal davon ab, das in der Gruppenkeile zu machen. Normalerweise sage ich immer, Gruppenkeile ist super für sowas, aber wir haben hier nämlich noch eine weitere Mission für die Woche 9, sogar 2. Und dort müssen wir Henchmans, also Handlanger oder Marodeure, eliminieren. 7 Stück alleine und 70 Stück gemeinsam mit euren Freunden. Wenn ihr jetzt das Ganze in der Gruppenkeile macht mit den Eliminierungen bei der Fortilla, sind dort keine Henchmans. Also würde ich das eben in Solo-Duo oder Squad machen, dann könnt ihr nebenbei die Henchmans farmen. Am besten verhört ihr die gleich noch, dann seht ihr gleich, wo die anderen Henchmen sind. Und nebenbei füllt ihr noch eure Stempelkarte auf mit den ganzen Verhörungen, falls ihr die noch nicht fertig habt. Dann kommen wir gleich zur nächsten Mission. Die kommt uns bekannt vor, die hatten wir schon mal. Aber sie wurde wieder rausgenommen, weil die Autos noch nicht im Spiel waren. Wir müssen ein Auto bei der Catty Corner auftanken. Da landet ihr einfach bei Catty Corner, nehmt einfach ein Auto, was hier vielleicht schon rumsteht. Und tankt es auf. Das hier, was ich ja gerade mache, funktioniert leider nicht, weil das ist ein Auto mit so einer Sperre vorne dran. Sondern ihr müsst wirklich wahrscheinlich ein Auto nehmen, das sich auch betanken lässt. So wie dieser Laster hier, der ist bei 49% Treibstoff. Und dort einfach das Auto auftanken. Ich weiß nicht, ob ihr es voll tanken müsst, aber das findet ihr dann schon raus. Ihr könnt auch später erst zur Catty Corner fahren mit einem Auto, wenn weniger los ist. Dann ist es vielleicht etwas leichter. Ihr könnt auch erst im Sturm, sage ich mal, das Auto aufladen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das liegt ganz an euch. Als nächstes müssen wir nach Camp Cod. Camp Cod befindet sich ganz unten auf der Map. Also hier wirklich am A der Welt. Dort müssen wir jetzt zu den Lagerfeuern. Und zwar müssen wir die Lagerfeuer schüren. Schüren bedeutet anfachen. Also wir müssen praktisch das Lagerfeuer anzünden und dann einfach mehrmals das Feuer anfachen. Das heißt, wir müssen vorher einfach ein bisschen Holz sammeln, damit das leicht zu erledigen ist. Und dann einfach das Feuer anfachen. Und wir müssen hier einfach warten, bis wieder anfachen dasteht. Und dann einfach wieder die 30 Holz spenden. Das Ganze müssen wir 3-mal machen und dann ist die Mission auch schon erledigt. Es gibt mehrere Lagerfeuer in Camp Cod. Um genau zu sein, sind es 2. Eins habe ich euch gerade gezeigt und das andere befindet sich ganz rechts bei diesem kleinen Hafen. Ich weiß nicht, ob unten links das auch dazu zählt. Ich vermute mal eher nicht, aber ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Die nächste Mission ist wieder total easy. Wir müssen einfach nach Pleasant Park und dort 7 Kisten aufsammeln. Das könnt ihr natürlich auch in einem anderen Modus machen, zum Beispiel in der Gruppenkeile lässt sich das ganz gut machen, weil dann meistens nicht so viele Leute an einem Ort landen, aber natürlich geht es auch in jedem anderen Modus. Als nächstes müssen wir nach Hydro 16. Hydro 16 befindet sich hier zwischen Slurpy Swamp und Misty Meadows und dort müssen wir 200 Metall einsammeln. Das könnt ihr in der Gruppenkeile machen, im Solo, im Duo, im Squad, ganz egal wo ihr wollt. Am besten, glaube ich, ist aber die Gruppenkeile, weil da gibt es ein bisschen mehr Materialien. Am besten macht ihr das Ganze hier bei diesen Stromgeneratoren, bei denen fangt ihr einfach an. Die geben nämlich am meisten Metall hier, geben so zwischen 25 und 40 Metall. Das ist ein bisschen random, ihr habt ja gesehen, hier waren einmal 27 und jetzt habe ich hier sogar 39 bekommen. Hier ist noch ein vierter von diesen Generatoren und wenn ihr die abgebaut habt, dann seid ihr schon so bei ungefähr 150 Metall. Dann fehlten euch noch ungefähr 50 Metall, die könnt ihr entweder hier drinnen abbauen, einfach hier diese Aktenschränke und so weiter. Oder ihr baut einen Zaun einfach ab, also diese Plattformen, die hier draußen sind. Ihr könnt alternativ aber natürlich auch aufs Dach rauf. Auf dem Dach ist auch alles aus Metall und auch diese komischen Lüfter und so weiter, was hier sind, auch die sind aus Metall und dann ist diese Mission ruckzuck erledigt. Somit müsstet ihr jetzt die schwarze ewige Ritterin am Start haben und auch die rote ewige Ritterin könntet ihr jetzt schon haben, wenn ihr Level 160 seid. Nächste Woche kommen dann die Missionen der Woche 10. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Kicks.